Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finchi packt aus. Ja, was packe ich denn heute überhaupt aus? Ich habe letztens mit Final Fantasy 13 endlich mal angefangen. Und das Spiel hat mich am Anfang so geflasht, sag ich mal, dass ich sofort bei Amazon meinen Warenkorb befüllt habe mit dem Nachfolger. Und zwar mit Final Fantasy 13 2. Und da habe ich mir gedacht, da ich noch sehr wenige Collector's Editions habe, habe ich mir davon einfach mal was bestellt. Und zwar, wir fangen erstmal an mit dem, was da hinten steht. Wir stellen das mal darüber. Das hier ist das offizielle Buch in der Collector's Edition. Streng limitierte Druckauflage mit zwei praktischen Lesebändchen. Bla bla bla. 16 zusätzliche Seiten mit interessanten Story-Einblicken des Entwicklerteams. Ja, ja. Interessiert mich aber nicht wirklich. Ich wollte die einfach haben. Ja, dann mach das mal auf. Ich hätte die Folie ja quasi schon abmachen können, aber. Wow, ist das Edeltraut, ey. Wahnsinn, ist ja voll edel. Ich hab gar nicht erwartet. Geil! Bla bla bla. Sollte ich das aufheben? Ich glaube, ich tue es mal hinten rein, nicht wahr? Machen wir aber gleich. Ja, was haben wir denn hier noch? Steht da auch eine Nummer drin? Gibt es hier eine Nummer zu? Eine Collectors Nummer? Weil das ist ja limitiert, da muss ja bestimmt irgendeine Nummer bei sein. Oder? Grundlagen. Nee. Keine Nummer? Hinten drin? Person. Steht keine Nummer drin. Ist aber jetzt blöd. Ich meine, ist eigentlich egal, aber mich hätte mal interessiert, von wie viel Auflagen das jetzt die vierte ist. Naja, vielleicht finde ich es irgendwie noch raus später. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr edel. Alles schon für meine Garage später. Ah, egal. Kommen wir mal zum Wichtigsten davon. Weil ich eigentlich ziemlich bescheuert bin, dass ich mir das jetzt schon bestellt habe. Da ich ja noch nicht mal Teil 13 annähernd durch habe. Ich habe, glaube ich, jetzt 8 Stunden Spielzeit oder so. Wenn ich die überhaupt schon habe. Ich glaube, die habe ich auch nicht mal. Und ich will es ja nicht nur durchspielen, ich will es ja auch vorbereiten für mein Platin-Projekt. Sprich auch Platin, das sind, glaube ich, 120 Stunden durchschnittlich oder so. Naja, egal, macht ja nichts. Gut Ding will weiter haben oder so. Fuck damit. Ja, schön, eine Box. Wie geht denn die jetzt auf? Ja. Alter, was ist das denn? Ein 3D-Bild von Lightning. Sind das was, wenn ich das in die Kamera halte? Das bringt, glaube ich, nichts, oder? Auf jeden Fall cool. Was haben wir denn hier noch? Der Final Fantasy 13 2 Composer Select Soundtrack. Wahnsinn. Jetzt sogar drauf, wie die Lieder heißen. Ich werde irre. Jetzt werde ich mir mal ins Auto tun, glaube ich. Wein ich bestimmt, wenn ich das ins Auto tue. Wie auch immer. Was ist das? Das ist, sieht aus wie Postkarten. Sind das Postkarten? Warum, gebe ich denn hier Postkarten? Ich gucke mal was näher. Wir haben hier Postkarten von. Das kann ich nicht aussprechen. Kevis? Kauwitz? Ist der wichtig? Den kenne ich auch gar nicht. Soweit bin ich in Teil 13 noch gar nicht. Gibt es den überhaupt in Teil 13? Ist auch egal. Wir haben ja was von Hope. Hope kenne ich. Hope ist cool. Hope ist ein kleiner Junge. Nervt momentan ein wenig, wie ich finde. Also ich rede immer noch von der Story von Teil 13. Lightning. Die coole Kriegerin. Ja, manchmal was zu cool. Noel Kreis. Noel Kreis, wer heißt denn so? Sarah Farron.
Okay, das heißt, wenn ich die jetzt hier schon sehe, kann ich mir schon was denken. Ich will es natürlich nicht verraten, weil es gibt bestimmt noch einige andere Leute, die es noch nicht gespielt haben. Aber wenn, die ist ja am Anfang von Final Fantasy 13 in so einem Kristall gefangen und eigentlich gar nicht mehr da. Naja, habe ich mich schon wieder selbst gespoilert, ich Vollidiot. Und Snow. Snow ist natürlich auch mit dabei, klar. Wunderbar. Der ist ja richtig toll, was alles drin ist. Was ist hier noch? The Art of... Mein Hund quetscht sich an mir vorbei. The Art of Final Fantasy 13 2. Cool, Konzeptzeichnungen und sowas. Das ist doch cool. Das ist auch mal eine Collectors Box, die sich gelohnt hat, finde ich. Also da gibt es weitaus Schlechteres. Ja, sehr schön. Und natürlich das Spiel an sich. Wir packen es mal aus. Boah, soll ich zulassen? Nein, ich... noch cooler wäre es gewesen, weil hier ist jetzt leider das normale Spiel, glaube ich. Oder? Bundle-Version. Ah, nee, steht drauf. Das wäre ja cool gewesen, wenn jetzt hier... wenn jetzt da draufstehen würde, Collector's Edition oder so. Das wäre natürlich auch sehr cool. Aber macht nichts. Gibt es ein Wendecover? Es gibt natürlich kein Wendecover, ist ja klar. Bei so Spielen gibt es nie ein Wendecover. Bei jedem Mist gibt es ein Wendecover. Bei, ich glaube, ich habe sogar bei manchen Lizenzspielen ein Wendecover. Jetzt bin ich da richtig dran erinnert. Und bei sowas gibt es kein Wendecover? Naja, was soll's. Alles drin. Ein kleines Hilfebuch, weil ich nicht brauche, weil ich eine Dicke da habe. Ja, jetzt brenne ich natürlich darauf, hier das anzufangen, aber dazu sollte ich wahrscheinlich erstmal Teil 13 durchspielen. Wir packen alles wieder ein. Wir packen es aber anders ein. Das Spiel kommt nach oben. Das Spiel kommt nach unten. Dann kommt die Karte. Der Soundtrack. Und das Spiel schön wieder einpacken. Leider ist die Box hier oben ein bisschen, seht ihr das? Sieht man das? Ist ein bisschen eingedrückt. Schade. Zahlt man 80 Euro oder sowas für so eine Box und dann kommt die so ein bisschen zerdetscht da. Das finde ich nicht schön. Aber was soll's. Macht ja nichts. Ist ja nur für den Finch, nicht wahr? Ja. Meine neue Errungenschaft für meine Sammlervitrine, die ich mir wahrscheinlich in meiner Garage unten irgendwann mal aufbauen werde. Das wäre, glaube ich, jetzt meine, von den PS3-Spielen ist das die zweite Collector's Edition, die ich habe erst. Von über 90 Spielen habe ich nur zwei Collector's Edition. Naja, macht ja nichts. Ja, ich hoffe, das Auspacken meines Spiels hat euch gefallen. Man sieht sich. Bis dann. Tschüss.